Ja, wir sind immer noch bei Winterball 2014, die letzte in Wiesbaden und haben uns jetzt noch nach ihrem gemeinsamen Set hier Sven Wittekind und Thorsten Kanzler gekrallt. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Looks good. Looks good, ja. Ja, Back-to-Back gespielt heute. Wie war's? War es das erste Mal? Kamt ihr gut zurecht? Nö, war nicht das erste Mal und wir kamen gut zurecht. Versucht der eine Das dem war ja anderen. jetzt die längste Antwort, die du hättest geben können. Nee, haben wir schon mal gemacht, ja. Ja, haben wir schon mal gemacht. Versucht ja nicht der eine dem anderen die Show irgendwie wir haben's zu mal. stehlen? Nee, wir machen Nö. Eine Show. Klar. Okay, das funktioniert ganz gut. Logisch. Klar. Das ist ja Sinn. Back to back. Ja, wir sind ja Freunde, keine Egoisten. Ja. Gut, zur nächsten Frage. Wenn ihr hier zu so einer Veranstaltung kommt, reist ihr dann kurz vor knapp an, haut danach wieder ab oder schaut man sich auch um, geht zu den anderen Kollegen? Nee. Wie handhabt ihr das? Also man freut sich ja auch auf die anderen Kollegen. Ja. Also Brian also, sieht man auch nicht alle Tage irgendwie, man trifft ja. sich ja nicht mehr auf jedem Event. Ja, Brian wollte ich mir auch unbedingt anhören. Ja, spielt einen geilen Sound. Vor uns haben wir die Claudia, glaube ich, fast komplett mitbekommen. Ne? Ja. Jetzt genau. sind wir halt hier, jetzt haben wir auch schon, sind ja schon eine Stunde fertig. Ja, dann werden wir den Perk noch mal kurz reinhören. Ja. Und Clouds. Ne? Clouds danach, genau. Wie läuft das bei euch generell? So, ihr seid jetzt DJs, viel unterwegs, verschiedene Länder, verschiedene Städte. Wie handhabt ihr das da? Geht es da auch nur irgendwie, dass ihr Hotel, Club und den Flughafen seht? Oder? Ja, viel mehr ist oft nicht drin. Ja. Die Flugzeiten ja. sind meist knapp kalkuliert. Ja, gerade wenn du mehrere Gigs, also wenn du Freitag, Samstag irgendwo bist, ist es halt knapp. Aber ich sag mal, wie du jetzt auch letztens gepostet hast, als du in Rom warst, hast du ja schon mal hier den Papst besucht und so. Ne? Genau. Also ja. wir versuchen also, schon, wenn wir die Chance haben, in der Stadt zu sein, dann wartet ja. man fliegt abends um 6, dann bleibe ich natürlich nicht bis um 6 im Hotel. Ne? Dann gucke ich natürlich so, was geht denn hier, gibt es hier was Gutes zu essen. Genau, dann macht man mal eine kurze Stadtbesichtigung. Ja. Gerade wenn man so selten in Städten wie Rom ist und so, dann muss man halt ja. auch mal den Vatikan besuchen. Mhm. Lass uns mal über so ein paar Phänomene, die im Moment in der Szene zu beobachten sind, sprechen. Es gab, wenn ihr es mitbekommen habt, zum Beispiel die Geschichte mit Deadmau5, der in Las Vegas 200.000 Dollar gezahlt bekommen hat, dafür, dass er einen Track von Bon Jovi in sein Set einbaut. Echt? Ich glaube, das gehört nicht zu unserer Szene, oder? wenn man das elektronische Gesamt fasst, kommen auf euch irgendwie auch Leute zu mit Trackwünschen sowas? Gibt es sowas? Ja. Ja, Trackwünsche gibt es schon, klar. Irgendwie, aber. Geht man da sowas ein? Na, wenn ich so zufällig. Wenn man es generell eh spielen würde, ja. Wenn ja. ich es in der Playlist habe, kein Problem. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht, wenn. Ich habe öfters mal, wenn du hier auf so Events bist, dass jemand schreibt, David Guetta oder so. Ja. Wo ich dann denke, so. Also, es ist halt nicht unser Ding, wir sind halt Techno-Artists. Ja. Und dann kann halt, ja. wenn jemand Deadmau5 hinhält oder David Guetta, das ist halt für mich keine coole Musik. Ja, passt halt einfach nicht. Und ja, das ist keine coole Musik. Was war so? Also, habt ihr irgendwie. ja. Habt ihr was in Erinnerung, was irgendwie vielleicht der bekloppteste Wunsch war, den ihr je mit dem Handy oder so vor Augen gehalten bekommen habt? Ich glaube, das war bei mir irgendwo das David Guetta-Ding. Ich weiß aber ja? nicht mehr genau, wo es war. Der wollte irgendwie, wie hieß das eine, was so berühmt war? Die waren alle berühmt. Ja, der hatte eins so ein. Ich kann mir das nicht behalten. Love is Gun war, glaube ich, so. Wie? Und Love is Gun. Dun, 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 ja, die hören sich ja alle so an. Ja, stimmt, da hat ja nur die zwei Tasten. Ja. Klassische Getter-Klavier. Ja, nee, auf jeden Fall war das so, so hier David Guetta, ob ich das und das habe. Da dachte ich mir, wie kann er mich das fragen? Er hat doch die letzte Stunde gehört. Ja, aber es sind meistens Leute, die halt einfach spontan da hinkommen, die eigentlich den Artist, der spielt, gar nicht kennen. Ja. Und keine Ahnung, ansonsten am Wochenende in Diskotheken abhängen. Wo wir schon bei Guetta und Konsorten sind, was haltet ihr denn von diesen horrenden Gagen, die da mittlerweile gezahlt werden? Im Bereich jetzt Paris Hilton zum Beispiel die Tage gelesen, bekommt 100.000 Dollar für einen Gig. Du musst mal sehen, wenn die 100.000 Dollar einspielt, hat sie verdient. Ja. Im Endeffekt. Aber theoretisch, wenn du eine Party machst und du buchst Paris Hilton und am Ende stehen da irgendwie 10.000 Leute vor der Hütte und zahlen 50 Euro Eintritt. Dann okay. kann ich schon sagen, dass die gerne 100.000 Euro hätte. Finde ich ja. legitim. Ja. Ist zwar jetzt nicht unser Business, aber ich finde auch so ein
Deadmau5 oder keine Ahnung, der alleine eine ganze Halle füllt, der kann auch ruhig seine 100.000 Euro verdienen, ne? Ja. Dollar. Die Frage ist halt im Club irgendwie, wenn du so einen Act im Club buchen willst, weil du ihn vielleicht cool findest, weil du den Sound auch den Leuten mal präsentieren möchtest und fragen dann so eine Gagen an, dann ist natürlich von Arsch, dann könntest du mich am Arsch lecken. Weil da kommen wir halt zum Ursprung zurück, ja. Ob so ein Artist dann cool genug ist, auch mal für 300 Leute zu spielen, für 2.000 Euro oder so. Ja. Ja. Also ich finde, dieser Spagat ist wichtig. Wenn jemand so arrogant wird, finde ich das nicht cool. Aber ich finde, wenn sich jemand halt den Namen so gemacht hat, dass er das Geld fragen darf. Ne? Also ja, dann ist es legitim. Ist okay. Ich bin da kein Hater. Also wenn Paris Hilton 100.000 Leute vor sich zieht, weil sie sagt, ich bin jetzt DJ, dann kann sie ruhig auch das Geld fragen. Also leben und leben lassen quasi. Wobei irgendwie. Ich halt finde, dass sie als DJ Krotten schlecht ist. Aber das steht wieder auf dem anderen. Sie bringt halt dem Typ, der damit Profit schlagen will, bringt sie halt so viel ein. Und deshalb finde ich halt... Genau. So ja, es ist legitim, dass er... dieser Veranstalter auch einen Teil von seinem Gewinn abgibt. Mhm. Am Ende hat sie es ja trotzdem verdient. Mit der Kohle und bla und so viele Leute. Ja klar, aber es wird halt irgendwie immer wieder hitzig diskutiert. Aber darum geht es halt um das, wo du jetzt drauf hinaus willst. Ja, bei uns ist es ja hier, ist es ja nicht so. Am Ende haben solche Leute gar nicht mehr. Also ihr kriegt keine 100.000 für heute, oder was? Naja, 200.000. Ja, weil jetzt 200.000. Eine andere Beobachtung, die man mittlerweile immer wieder machen kann, Smartphone im Club irgendwie, Leute, die nicht mehr tanzen, sondern irgendwie nur noch am Mitfinden sind. Was sagt ihr dazu? Naja, wir haben früher irgendwie so, ich habe mit meinen Augen gefilmt. Ich finde es halt schade, also ich bin ja generell auch so ein bisschen so ein Facebook, wie soll man sagen, kein Feind nicht richtig. Das Wort wollte ich gerade nicht aussprechen. Aber ein bisschen Facebook-Feind und auch so ein bisschen Smartphone-Feind. Weil Skeptiker. Weil wenn du so weggehst und du verpasst ja eigentlich den Moment, den du dir als besonderen Moment festhalten willst, verpasst du ja in dem Moment. Weil du durch die Linse guckst und gar nicht mehr. Anstatt dass du einfach so da stehst. Achtest. Ich weiß nicht, ob es unsere Generation ist und die neue das gar nicht mehr so fühlt, aber ich finde, wenn du wirklich da so stehst und einfach damit beschäftigt bist, dich gerade festzuhalten in dem Moment, während du den Moment aber gar nicht richtig lebst, weil du halt damit beschäftigt bist, den festzuhalten. Ja. Ich sag, früher haben wir das nicht gebraucht, so, da waren wir auf irgendeiner Party, da hatten wir Spaß, da ist dem Kumpel das passiert und da war das. Ja, und da hast du dich auch nur auf die Musik konzentriert und dadurch warst du viel tiefer drin in dem ganzen Set irgendwie. Ja. Und dann hast du dich halt einfach mal anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden auf der Tanzfläche nur noch nach dem Rhythmus, dann bist du da eingetaucht, bist du abgegangen. Heutzutage hast du es oftmals, dass die Leute zwei Stunden lang da vorne stehen, zwischendurch tanzen sie mal, dann filmen sie wieder eine halbe Stunde irgendwie und also ja, die können gar nicht mehr so eintauchen in die Musik so richtig. Das hat uns ein bisschen was gekostet. Ich gehe auch viel auf Konzerte und so, mir wird das nicht einfallen, mein Handy. Also ich mache mal ein Bild so am Anfang oder wenn gute Laune ist. Ja. Weil man will ja eine Erinnerung. Ich meine, früher wurden auch schon Fotos gemacht, ja, aber... Klar. Es gibt die ersten Reaktionen wohl schon von Clubs, die jetzt irgendwie sagen, Smartphone im Club oder auf der Tanzfläche verboten. Ja, ist das eine Option für euch? Ja, finde ich auch doof. Ich finde, man sollte den Leuten schon sein Bild lassen. Ja. Vorschreiben ist auch doof. Ich finde auch, wenn wir jetzt sagen, wir finden es nicht cool, hat ja nicht viel zu sagen. Ich persönlich würde halt jetzt nicht auf sowas weggehen und würde es halt einfach nur filmen, ne? Sondern ich würde halt... Ich würde lieber den Abend genießen, anstatt mein Handy in der Hand zu haben. Also mich interessiert im Club mein Handy auch gar nicht. Ja. Habt ihr beide irgendwie auch klassisch irgendein Instrument gelernt? Ja, ich spiele Gitarre. Ich kann mittlerweile auf dem Keyboard ziemlich gut spielen. Also denk mal, ich könnte auch ein bisschen Klavier spielen und so. Also Requiem for a Dream könnte ich dir spielen so und sowas. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ein bisschen Klavier könnte ich auch. Ich habe früher in der Schule Blockflöte gelernt. Ich glaube, der Klassiker irgendwie, keine Ahnung. Nächstes B2B-Set habe ich eben Claudia auch schon vorgeschlagen, live spielen. Claudia hat auch mit Gitarre und Keyboard früher erste musikalische Gehversuche gemacht. Gitarre ist ja noch geil, aber Gitarre kann ich absolut nicht spielen. Gitarre wäre aber geil, also das kann man geil verbinden, glaube ich, mit Techno. Ja. Was ich liebend gern spielen würde, also können würde, wäre Geige. Ach, Geige ist krass. Aber sehr anspruchsvoll, glaube ich, ja. Ja, aber sehr geil. Ja, bis du da aber gerade Töne rauskriegst, gerade beim Umswitchen und so. Unser eins nicht mehr anzufangen, da musst du irgendwie
4 Jahren wahrscheinlich anfangen oder was, keine Ahnung. Ja, noch eine Standardfrage zum Schluss. Winterworld ist irgendwie so der Start ins neue Jahr. Was geht da bei euch 2014? Für viele ist es irgendwie so der Startpunkt ins neue Partyjahr. Was geht bei euch 2014? Worauf freut ihr euch am meisten? Ich bin gespannt auf 2014. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Jahr. Irgendwie. Also ich habe so ein Gefühl, dass es irgendwie viele Überraschungen gibt. Ja. Ja. Ich glaube, 2014 wird cool. Also ich weiß nicht, ich was ich... Was ich denke auch. 4 ist auch so eine schöne gerade Zahl. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich so richtig dazu sagen soll. Also ich weiß auf jeden Fall, 2014... Ich bin ja jetzt auch erst wieder bei Abstract. Mhm. Nachdem ich mal 2 Tage weg war. 2 Jahre, Alter. Was? 2 Jahre? Echt? Ja. Und ich finde so, es läuft. Ja. Also ich habe jetzt auch einen Live-Act und so geplant. Und mache ich auch schon mittlerweile. Ja, ich denke 2014 wird noch mal besser als 2013. Also generell ist unser Plan, ich denke mal, deiner auch. Zu jedem Jahreswechsel denkt man sich, Alter, dieses Jahr gebe ich richtig Gas. Ja, und dieses Denken ist, glaube ich, das, was den Motor immer am Laufen hält. Also, ja. Ich denke mir jedes Jahr, dieses Jahr gibst du noch mehr Gas als letztes Jahr. Ja. Irgendwann gibt es halt wieder Burnout oder noch bessere Musik. Okay. Ja, genau. Schönes Schlusswort. Sven Wittekind rechnet mit dem Burnout. Ich hoffe nicht. Hoffen wir alle nicht.